Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Bevor ich euch jetzt gleich von offizieller Seite bestätigt alles vorlese, was das Halloween-Event betrifft, also keine Leaks, keine Gerüchte und wann es startet, möchte ich kurz auf den Patch eingehen. Patch 1.21, der gestern Abend mal eben noch unangekündigt dazu kam mit ungefähr 800 MB, zumindest auf der PlayStation. Patch Notes gibt es eigentlich nur einen einzigen. Serverprobleme wurden stabilisiert. Einige munkeln dahinter, dass noch ein bisschen was fürs Halloween-Event aufgespielt wurde. Das bezweifle ich. Was aber mit eingespielt wurde, scheinbar, denn kurz nach dem Patch, konnte man endlich die Tresorräume betreten. Für alle, die nicht wissen, was ich meine. Auf der Karte gibt es drei verschiedene Bereiche in so einer Art Steinschneise. Da gibt es einen Tresorraum, wo der mega heftigste Loot aller Zeiten liegt und die waren bis jetzt verschlossen. Kurioserweise, gestern in meinem Livestream stand da noch ein Tag und zwei Stunden geschlossen. Und eine Stunde später konnte man auf einmal rein, wo ich den Stream schon beendet habe. Also, die Schlüsselkarten wurden jetzt ins Spiel gepatcht. Die Schlüsselkarten bekommt ihr nur, wenn ihr eine dieser Drohnen, die manchmal im Himmel zu sehen sind oder am Himmel zu sehen sind, abknallt. Das sind ja so eine fetten Bälle, die manchmal von blau, quasi von selten bis legendär leuchten. Und es besteht eine Chance, dass da so eine Schlüsselkarte drin ist. Die schnappt ihr euch, könnt in einer dieser drei Tresorräume rein und könnt euch den geilsten Loot der Welt schnappen. Darüber wollte ich jetzt aber kein extra Video machen, deswegen knall ich das hier mit rein. Und jetzt kommen wir zum Halloween-Event. Start ist am 15. Oktober, was ich mega cool finde. Warum finde ich es cool? Denn es geht 3 Wochen. 3 Wochen, das allererste Event, was 3 Wochen geht, bis zum 5. Oktober. Ach, was sage ich Oktober? Bis zum 5. November. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so früh schon startet. Ich hätte so eine Woche vor Halloween gedacht. Inhaltlich wird, ich denke übrigens, dass 21 Uhr losgeht, nicht 19 Uhr. Season 3 startet da auch erst 21 Uhr, was ich für unsere Zeitzone echt scheiße finde, für mitten in der Woche. Aber ist eben so. Es wird geschrieben, exklusive Event-Challenges mit 2 legendären Waffenskins als Belohnung. Der Shadowfall-Modus, quasi der Solo-Modus. 24 limitierte Kosmetika. Letztes Video habe ich euch alle gezeigt. Das Lifeline-Erbstück habe ich natürlich im letzten Video auch mitgezeigt. Und ein doppelter Erfahrungspunkte-Event, wenn ihr in die Top 5 kommt. Vom 25. bis zum 28. Oktober. So. Offiziell auf der Seite, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen, wurden nur ein paar, also vom Kaustik und vom Frankenstein, die Skins gezeigt. Es sind 24 Kosmetika, die Skins, die ich euch gezeigt habe, das passt definitiv. Das wurde jetzt aber nicht offiziell alles bestätigt. Jetzt möchte ich euch mal noch den Shadowfall-Modus erklären, bevor ich die Kamera gleich wegschalte und euch einen Banner über die Herausforderung zeige. Wie funktioniert der Shadowfall? So läuft's ab. Solo wird erstmal gestartet mit 34 Leuten, insgesamt nicht 60 wie sonst. Ziel ist es erstmal, sich gegenseitig wie in einem Solo-Modus zu bekämpfen. Wer jedoch stirbt, ist nicht tot, sondern kommt als Zombie wieder. Ihr gehört quasi dieser Shadowfall-Army an, sage ich jetzt einfach mal. Und das Geile ist, wenn ihr als Zombie wieder drauf geht, respawnt ihr immer und immer wieder. Und Ziel ist es, entweder als Zombie-Army zu gewinnen oder als Legenden. Wenn ihr als Legende gewinnen wollt, geht es so weit, dass ihr erstmal, es müssen 10 Legenden zum Schluss übrig bleiben. Die verbünden sich miteinander und die 10 Legenden müssen dann es schaffen, ein Evakuierungsschiff auf dem Kings Canyon zu finden, mit dem ihr dann euch vom Kings Canyon verpissen könnt. Oder ihr könnt auch als Shadow Army gewinnen, indem ihr die 10 Legenden einfach platt macht und daran hindert, sich vom Kings Canyon evakuieren zu lassen. Das Geile ist, wenn ihr ein Zombie seid, ihr könnt zwar die Waffen und Fähigkeiten nicht mehr benutzen, ihr rennt dafür aber schneller, klettert schneller und höher und eure Nahkampfangriffe, die ihr ja nur einsetzen könnt, die hauen richtig ordentlich rein. Das finde ich eine mega interessante Sache. Ich freue mich absolut auf diesen Modus. So, jetzt scroll ich kurz mal hoch, öffne dieses Bild, mache mal die Kamera weg, dass ihr das auch mal ein bisschen mitverfolgen könnt, was ich erzähle. Dieses typische Bild kennt ihr von anderen Events. Hier könnt ihr sehen, wenn ihr euch das allererste Mal für dieses Event oder wenn ihr das Event einmal startet, bekommt ihr ein Musikpack für das Fight or Fright Event. Wenn ihr einmal einen Schatten tötet oder ein Zombie, bekommt ihr dieses Logo. Für 50 weitere oder 49 weitere bekommt ihr das zweite Logo, was sich quasi vom ersten nur mit so einem Strich unterscheidet. Nichts Besonderes. Und schafft ihr es 25 Mal quasi eine Runde zu gewinnen und dem
Kings Canyon 25 Mal zu entkommen, bekommt ihr dieses Logo. So, dann gibt es noch einen 301 Skin, einen seltenen. Dafür müsst ihr, und das habe ich im vorletzten Video auch noch nicht erwähnt, ihr kennt die Lootboxen, wenn ihr die öffnet, kraucht in diesem Halloween-Event gelegentlich so eine Spinne raus. Finde ich ultra geil, sieht auch mega cool aus. Und wenn ihr 25 Mal so eine Spinne platt macht, bekommt ihr diesen Skin. Hier kommen wir jetzt zu diesem Octane-Skin. Wer das letzte Video gesehen hat, der hat gemerkt, dass ich ein bisschen gerätselt habe, wie man diesen denn bekommt. Ein fleißiger Abonnent hat darunter aber kommentiert, dass das garantiert genauso funktionieren wird, was ich sehr cool finde. Danke dafür nochmal, auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wer es war. Und was ich sehr, sehr cool finde, dass die geilsten Waffenskins im Event selber freischaltbar sind, ohne Geld zu investieren. Und zwar den Devotion Skin könnt ihr freischalten, indem ihr einmal als Legende und einmal als Zombie gewinnt. Selbsterklärend muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und wenn ihr 20 tägliche Herausforderungen schafft, bekommt ihr den Alternator Skin. Was ich auch sehr geil finde, auf 3 Wochen gesehen sollte das wirklich kein Problem sein. Im letzten Event habe ich es nicht geschafft, 20 tägliche abzuschließen, denn es gibt Leute, die auch noch ein Privatleben haben. Das sollte man mal nicht vergessen. So, jetzt komme ich leider zu einer etwas negativen Sache. Im allerersten Halloween-Event-Video habe ich darüber berichtet. Ich hole ja die meisten Infos, was zumindest Leaks sind, von einem Data-Miner namens Dead1MiningGuy. Der hat eigentlich fast zu 90% mit allen Sachen recht. Der schrieb in einem Leak, dass es wohl so sein soll, dass man pro Tag, wenn man sich einmal einloggt, immer ein kostenloses Pack bekommt. Auf 3 Wochen gesehen kann das nicht stimmen, ansonsten hast du eigentlich fast alles freigeschaltet. Es wird auf keiner Seite, die ich jetzt gesucht habe, bestätigt, dass das tatsächlich so ist. Also könnt ihr selber euch gerade denken, was Sinn dahinter ist. Respawn hat zwar hoch und heilig versprochen nach dem letzten Shitstorm, ja, wir hören auf unsere Community, aber Tatsache ist, und auch hier mache ich die Kamera ganz kurz nochmal weg, damit ihr es selber lesen könnt. Dann hätte ich mir das Einschalten eigentlich sparen können. Zieht es euch rein. Wie bekommt man die Skins? Die Skins könnt ihr euch entweder direkt für Eggpacks, Coins, also für Echtgeld kaufen, mit Crafting-Materialien bauen oder zufällig in den Event-Packs erhalten. So, beim Kauf kostet ein legendärer Gegenstand 1800, also 18 Euro. Zieht es euch doch einfach mal rein. Herstellungskosten für legendäre 2400. So viel hat doch keiner auf Tasche liegen, denke ich zumindest. Episch 800, aber episch interessiert meist keine Sau. Und die Event-Packs kosten wieder 7 Euro. Was zum Teufel soll diese... Sorry, dass ich das jetzt mal so sage, aber warum haben die daraus nicht wirklich... Also das ist meine Meinung. Ich finde, dafür, dass man groß sagt, man hört auf die Community, habe ich meiner Meinung nach nirgendwo feststellen können, dass sie irgendwie zugehört haben. Es geht um diese teuren Preise. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Von wegen, wir hören auf unsere Community. Ich möchte das jetzt nicht mega schlecht reden, aber ich finde, für den kleinen Mann, der vielleicht noch nicht sein eigenes Geld verdient, und die Leute sollten eigentlich wissen, dass es genug Leute unter 18, unter 16 gibt, die noch nicht arbeiten, dass sie das Geld nicht für solche Packs haben. Und was mir auch mega auf den Sack geht, man kriegt zwar die geilsten Skins für die Waffen selber freigeschaltet, aber nicht für die Legenden, außer für Octane. Das finde ich sehr, sehr schade. Also bist du mehr oder minder gezwungen, Geld zu investieren. Ich werde vielleicht ein paar Packs kaufen, weil das ein oder andere möchte ich zeigen oder auch besitzen. Aber für alle anderen Casual Gamer gibt es mal wieder keine Möglichkeit. Ach so, übrigens wurde mal wieder zusammengerechnet, wie viel man ausgeben müsste. Ca. 170 Euro, wenn man alles haben möchte. Kotz. Okay, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich wette, es wird wieder einen Mega-Shitstorm geben und wieder werden sie wahrscheinlich versprechen, wir hören auf die Community, was ich trotzdem nicht glaube. Neueste Informationen gibt es natürlich wie immer auf meinem Kanal. Also lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr keine Livestreams verpassen wollt, ebenfalls abonnieren. Den nächsten Livestream gibt es am Donnerstagnachmittag. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen absolut fetten Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.